FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Zu hören auf 93,0 Megahertz und 101,4 im Kabel. Ansonsten fsk-hh.org als Stream. Wir hatten das letzte Mal Moses Hess, deutschtümelnde Anwandlung, gehört, und diese führten ihn zum Schluss, dass die Juden sich assimilieren sollten. In Judentum und Christentum sah er frühe Offenbarung des göttlichen Lebens, die einging in die Geschichte der fortschreitenden westeuropäischen Menschheit. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wurde für Hess plötzlich in dem Werk von 1841 die europäische Triarchie zu einem bloß nationalen Gott, der da Christen wurde zum Menschheitsgott. Juden wie Christen gelten ihm als Grundprinzipien der Geschichtsbewegung. Zitat: Juden mussten da sein als Stachel im Leibe der westlichen Welt. Wie der Osten einer chinesischen Mauer bedurfte, um in seinem unbeweglichen Dasein nicht gestört zu werden, so sind die Juden das Ferment der westlichen Menschheit. Von Anfang an dazu berufen, ihr den Typus der Bewegung aufzudrücken. Also das war aus der europäischen Triarchie. Und Hess nähert sich auch noch dem Messianismus, wenn er moniert am Judentum. Das verjüngende Prinzip des Judentums, der Messiasglaube, ist erloschen, und ihre Hoffnung auf Erlösung, nachdem sie die wirkliche missverstanden hatten, ist zu einer kahlen Abstraktion geworden. Wir hatten ja schon seinen Gedanken an eine Mischehe, die er an die Stelle der Judenemanzipation setzte, vernommen. Zitat: Was würde Ihnen die Emanzipation helfen, wenn Sie im Leben nach wie vor jener langsamen Tortur des Hasses und der Verachtung ausgesetzt blieben, welche eine notwendige Folge jener schroffen Stellung ist und so lange als diese dauern wird? Wir hatten ja im deutschen Idealismus, den Hess auch studierte, die Skepsis gegenüber jüdischer Nationalität auch schon gesehen, und er fragt sich dann, was kann denn der gebildete Jude tun, um aus seiner Nationalität herauszukommen. Das Judentaufen war für ihn keine Lösung im Sinne der Emanzipation des Geistes, und daher bleibt für ihn also nur die Mischehe, dass die Juden mit Würde untergehen können. Ihm war wohl klar, dass die Judenheit nicht auf eine religiöse Definition von Judentum sich reduzieren lasse, und dass durchgehend eine ethnische Definition für die Juden eine Rolle spielt und die Religionisierung und Ethnisierung ein Novum des Übergangs, die Religionisierung und Konfessionalisierung, Entschuldigung, ein Novum des Übergangs vom 18. zum 19. Jahrhundert war. Der Assimilationsdruck war sehr groß und bestimmte insbesondere fortschrittliche bürgerliche Familien wie die von Karl Marx. In Hessens Philosophie der Tat, die in den 21 Bogen aus der Schweiz erschien, nähert er sich Vorstellungen, die auch sich beim jungen Marx noch fanden, indem er das Zeitalter des bürgerlichen Just Milieu Zeitalter des Judentums nannte. Das ist natürlich abwertend gemeint. Just Milieu, also richtige Mitte, übersetzt wurde von Molière in einigen Komödien, die bestimmte Charakterzüge übertrieben darstellten, wie Geiz
oder Hypochondrie durch den Kakao gezogen. Man denke an der geizige oder der eingebildete Kranke. Und in Schule der Ehemänner wird das ja auch dann auch noch auf den Punkt gebracht. Stets sollte man sich, so heißt es dort, sich der größeren Zahl anpassen und niemand sich auffällig sehen lassen. Nach der Juli-Revolution 1830 wurde Bürgerkönig Louis-Philippe damit charakterisiert und die Angriffe gegen den Liberalkonservativismus der Autoren des Vormärz kritisieren diesen als Normalismus, wie das heute vielleicht genannt wird, und auch ein wenig an die Modalitäten des knechtischen Bewusstseins, wie die epikurische und stoische Lehre des Lebe im Verborgenen. Die antisemitischen Konnotationen mögen erst später auffällig geworden sein. In der Abhandlung über das Geldwesen von Hess hieß es, die Juden, die in der Naturgeschichte der sozialen Tierwelt den welthistorischen Beruf hatten, das Raubtier aus der Menschheit zu entwickeln, haben jetzt endlich diese ihre Berufsarbeit vollbracht. Das Mysterium des Judentums und Christentums ist in der modernen jüdisch-christlichen Krämerwelt offenbar geworden. Das erschien 1845 in den rheinischen Jahrbüchern. Zu den 21 Bogen aus der Schweiz könnte man noch etwas hinzufügen. Bücher mit mehr als 20 Bogen, also Bücher werden ja auf Bogen gedruckt, auf denen dann einige Seiten stehen, die also durch vier teilbar sein müssen. Bei 21 Bögen hat man keine Zensur mehr, nicht? Und das, deswegen hat der Verleger das dann auch noch im Titel 21 Bogen genannt. Das ist natürlich schon ein etwas mutiger Akt, nicht? Das sich gegen den Staat richtete. Aber das war nur nebenbei gesagt. Dass Hess vom Judentum sich entfremdet hatte, also jüdisch-christliche Krämerwelt grenzt ja an die Ressentiments, die sich auch bei Marx finden, und er sich 20 Jahre für einen echten Deutschen und Rheinländer hielt, nicht? Um die 20 Jahre geht es hier nochmal kurz. Darauf hatten wir schon aufmerksam gemacht. Dass aber der Einfluss des Judentums niemals verschwand, so wenig wie bei Marx, selbst bei Lassalle, ist bezeugt von den Schriften seit 1862, die von Theodor Szlochisty 1905 im Namen des Zentralkomitees der Zionistischen Vereinigung zum 30. Todestag von Moses Hess herausgegeben wurde und diverse Aufsätze, die als jüdische Aufsätze gesammelt wurden. Also dort äußert sich, also das ist sogar noch länger als die Texte von Hess, Vorwort des Herausgebers Theodor Szlochisty. Also er wurde 1900 in Berlin in Medizin promoviert, also unter anderem auch Arzt. Er war mit seiner Frau Teilnehmer des ersten Zionistenkongresses. Sein besonderes Interesse galt dem Ostjudentum und der jiddischen Sprache. 1912 war er unter den Initiatoren einer Resolution, die alle Zionisten dazu aufrief, die Emigration nach Palästina in ihre persönliche Lebensplanung einzubeziehen. Er schreibt jetzt in diesem Vorwort, wollen die Juden aber ihre Mission erfüllen im modernen Völkerbunde, dann müssen sie erst wieder sich besinnen, sich selbst zu erkennen. Denn die Erkenntnis ist in Hess' Auffassung schon das Sein. Als Spinoza das Reich des Geistes als Gegenwärtiges begriffen hatte, war es also mit Spinoza angebrochen. Die Juden sind eine Nationalität. Diese Tatsache muss erst wieder begriffen werden. So haben Spinoza und Mendelssohn die Judenheit aufgefasst. Erst die neuere Zeit hat in feiger Interessenpolitik aus dem Judentum einen Glauben
gemacht. Und doch ist niemals der Glaube, sondern das Forschen von den Juden gefordert worden. So wird es verständlich, dass sich trotz der vielen bedeutenden Männer in unserer Gemeinschaft niemals haben Sekten bilden können. Sie war eben eine Volksgemeinde, innerhalb deren die verschiedenen Ansichten haben bestehen können. Denn sie waren im Grunde nur die Andersformung der gleichen Rassen und Volksanlage. Zu diesen Begriffen komme ich dann nochmal. Die bedeuten etwas anderes, was man sich heute so darunter vorstellt. So prononciert dieser aber auch ist und so sehr sie sich in Rassenkreuzungen durchsetzt und durch eine gesteigerte Akklimationsfähigkeit auch den Einwirkungen des Milieus standhält, mag es sich nun rein örtlich als veränderter Wohnsitz oder geistig als Taufe, Schmarotzerwohnsitz in einer anderen Konfession geben. Mit der nationalen Umgrenztheit war niemals ein Gegensatz zum humanitären und sozialen Leben verbunden. Die jüdische Nation musste sich eben erhalten, damit der Gottesgedanke einen kraftvollen Träger und Verteidiger habe. Das Individuum sollte nicht zerdrückt werden, sondern seine Weihe und Auferstehung in der Nation finden. So tragen denn auch alle Gebete den Charakter der Kollektivgebete. Die solidarische Verantwortlichkeit war stets Grundsatz. Und nichts ist dem Geiste des Judentums fremder als das egoistische Seelenheil des isolierten Individuums, der Hauptgesichtspunkt der Religion nach modernen Vorstellungen. Wir sehen hier schon, dass das andere Auffassungen sind, als wie sie beim ganz jungen Marx da in der Jugendfrage auftauchten. Die Sammlung enthält unterschiedliche Artikel und Briefe, nur das Vorwort des diskutierte auch Rom und Jerusalem, also von 1862, in dem Hess nach einiger Entfremdung vom Judentum, was mit seiner orthodoxen Familie wohl zusammenhängt, denn er hatte sich ja schon früh mit Spinozas Schriften angefreundet. Aus seinem Artikel über den Begriff der Nationalität, der ist in dieser Sammlung, geht schon hervor, dass er sich mit der Geschichtsphilosophie Hegels beschäftigte, der bejagt scheinigte, dass Hegel über die germanische Welt nicht hinausgegangen sei, hin zur gleichen Berechtigung aller weltgeschichtlichen Rassen in der neuesten geschichtlichen Phase. Er kritisierte die Überhebung des christlich-germanischen, noch nach der Französischen Revolution, noch eine Schranke des deutschen Idealismus bedeutete. Zitat, hat so ein Teil der hegelischen Philosophie ihre Schranke an der Zeit, in welche sie entstand und über welche die Geschichte schon teilweise hinausgegangen ist, vollständig aber erst noch hinauszugehen hat, so ist es andererseits die ganze hegelische Philosophie, ihre dialektische Methode selbst mit der Schranke aller spekulativen Philosophie behaftet, ihren Gegensatz die Erfahrungswissenschaften noch unvermittelt neben und außer sich haben. Nun gibt es bei ihm ein Zurück zu Spinoza von Anfang an, also gegen Hegel. In seinem großen Werk, das weniger systematisch ist als zu erwarten, erwähnt Hess gleich am Anfang Innozenz den Dritten, der den gelben Fleck, den nun auch Rom aus dem Islam, wo es ihn schon im Rahmen allgemeiner Kleiderordnung vorher gab, importierte. Anlässlich des viertes muss es sein Lateranerkonzil von 1215. Ich zitiere Hess aus dem Vorwort seiner großen Schrift. Seit Innozenz der Zweite den teuflischen Plan fasste, die Juden, welche damals das Licht der spanischen Inquisition in die Christenheit trugen, moralisch zu vernichten durch den Zwang, den er ihnen auferlegen ließ, einen Schandfleck auf ihre Kleider zu heften, bis zu dem frecheren Raube eines jüdischen Kindes aus dem Hause seiner Eltern unter der Regierung des Kardinals Antonelli, war das päpstliche Rom für die Juden eine unversiegbare Giftquelle, mit deren Trockenlegung auch unsere christlich-germanischen Judenfeinde aufs Trockene geraten und aus Mangel an Nahrung aufsterben werden. Drastischer kann man das nicht sagen. Denn
dann sieht er die französische Revolution für die Juden positiver an, als es vielleicht aus heutiger Sicht zulässig ist. Aber genau das, was er in der Schrift einklagt, ist das, was bis heute hinsichtlich der Juden ein Mangel darstellte an dieser bürgerlichen Entwicklung. Die mangelnde Systematik hat auch in diesem Buch, hat auch damit zu tun, dass er sein ganzes Wissen ausbreiten wollte. Das haben schon einige bemerkt, dass das ja eigentlich ziemlich Kraut und Rüben ist, weil da alles dabei ist, nicht? Er behandelt alles Mögliche, also Philosophie, Geschichte, Theologie, Astronomie, Physiologie, Biologie und was auch immer, gar nicht zur Erläuterung der Wiedergeburt des jüdischen Volkes einen Beitrag leisten könnte. Trotzdem ist es die erste zionistische Schrift. Das war allerdings so gut geschrieben, dass alles volle Aufmerksamkeit erlangte, aber allerdings nicht universale Zustimmung, wie er hoffte. Die Art des Schreibens allein schon macht aber diese Schrift zu einem Hauptwerk der zionistischen Literatur. Das zeigt sich gleich am Anfang im ersten Brief, mit dem er das Buch beginnt, also mit seiner Rückkehr nach Hause, wie er das nennt. Dort heißt es, da stehe ich wieder nach einer 20-jährigen Entfremdung in der Mitte meines Volkes und nehme Anteil an seinen Freuden und Trauerfesten, an seinen Erinnerungen und Hoffnungen, an seinen geistigen Kämpfen im eigenen Hause und mit den Kulturvölkern, in deren Mitte es lebt, mit welchen es aber trotz eines 2000-jährigen Zusammenlebens und Strebens nicht organisch verwachsen kann. Ein Gedanke, den ich für immer in der Brust erstickt zu haben glaubte, steht wieder lebendig vor mir. Der Gedanke an meine Nationalität, unzertrennlich vom Erbteil meiner Väter, dem heiligen Lande und der ewigen Stadt, der Geburtsstätte des Glaubens an die göttliche Einheit des Lebens und an die zukünftige Verbrüderung aller Menschen. Seit Jahren schon pochte dieser lebendig Begrabene in der verschlossenen Brust und verlangte einen Ausweg. Doch mir fehlte die Schwungkraft zum Übergange aus einer dem Judentum scheinbar so fernliegenden Bahn, wie die meinige war, zu jener neuen, die mir in nebelhafter Ferne und nur in allgemeinen Umrissen vorschwebte. Ist es Zufall, dass mit jeder neuen Richtung, die mich in ihren Zauberkreis zieht, ein unglückliches weibliches Wesen auf meinem Lebenswege erscheint und mit mir den Mut und die Kraft gibt, unbekannte Bahnen zu durchwandern? Oh, wie falsch sind diejenigen berichtet, welche den Einfluss der Frauen auf die Entwicklung des Judentums und der Juden gering anschlagen. Heißt es doch von den Letzteren, der Sittenreinheit ihrer Frauen hatten sie ihre erste Erlösung zu verdanken und werden sie auch ihre letzte Erlösung zu verdanken haben. Ja, was nun Hess veranlasste, zum Judentum zurückzukehren, da findet man eine, wenn auch nicht ganz zufriedenstellende Antwort. Die von mir häufig erwähnte Damaskus-Affäre 1840 war ja schon trotz Entfremdung etwas, was Hess zu innerst berührte, besonders die Leiden seiner Glaubensgenossen. 1859 begann er anthropologische Studien, wo er Rassenstudien betrieb, nicht das, was die Nazis später taten, sondern der Zusammenhang zur modernen Nationalbewegung interessierte ihn dabei, die seit dem damaligen italienischen Kriege, also Frankreich, Piemont, Österreich, der eine wichtige Etappe des Risorgimento, also die Wiedererstehung des italienischen Nationalstaats 1847, darstellte. Hess sprach vom Ende der Rassenherrschaft und der Wiedergeburt der Völker. Der Schmerz über die Vorfälle der Damaskus-Affäre war zunächst nur vorübergehend, wurde aber dann doch charakterbestimmt, sodass mehr doch wieder das jüdische Gewissen gegenüber seiner Entfremdung durchdrang und ein altes Manuskript von 1840 in seinen Papieren dürfte ihn auch bewegt haben. Das habe ich leider in meinen Ausgaben nicht gefunden. Deswegen folge ich da den Zitaten von Edmund Silberner.
dort heißt es, dieses Manuskript ist für das Verständnis der Art und Weise, wie Hess für jüdische Werte empfänglich wurde, sehr bedeutsam. Es beginnt mit der Feststellung, dass die Gleichgültigkeit der europäischen und besonders der deutschen Öffentlichkeit gegenüber den blutigen Judenverfolgungen von Damaskus im Judentum eine Wende hervorrufen müsse. Diese Gleichgültigkeit zeige nur allzu deutlich, dass die Scheidewand zwischen den Juden und den europäischen Völkern noch immer ebenso groß sei wie zu Zeiten des traurigsten religiösen Fanatismus. Die Juden, die um der Emanzipationswillen sich und andere gern einreden möchten, dass sie kein nationales Gefühl mehr besäßen, wüssten nicht mehr, wo ihnen der Kopf stünde. Das ganze Streben der gebildeten deutschen Juden sei vergeblich darauf gerichtet, deutsch zu sein, deutsch zu fühlen und deutsch zu denken. Sie seien daher erstaunt, dass der Judenhass im zivilisierten Europa fortbestehe und verstünden nicht, dass, solange der Jude seine Nationalität verleugne, weil er eben nicht den Mut habe, sich mit einer unglücklichen, verfolgten und verhöhnten Volke zu solidarisieren, seine falsche Stellung in jedem Tag unerträglich werden müsse. Wozu die Täuschung? Die europäischen Völker hätten die Existenz der Juden in ihrer Mitte immer als Anomalie betrachtet. Die Juden würden stets Fremde unter den Völkern bleiben, die sie vielleicht aus Humanität und Rechtsgefühl emanzipieren, aber nie und nimmer achten würden, solange die Juden das Ubi Bene Ibi Patria ihren großen nationalen Erinnerungen als Grund- und Glaubenssatz voranstellten. Der moderne Jude, der seine Nationalität verleugne, werde nie die Achtung der Nationen gewinnen, in deren Mitte er wohl als Staatsbürger naturalisiert, aber nicht der Solidarität mit seiner Nation enthoben werden könne. Nicht der alte fromme Jude, der sich eher die Zunge ausreißen ließe, als sie zur Verleumdung seiner Nationalität zu missbrauchen. Der moderne Jude sei der Verächtliche. Er, der seine Nationalität verleugne, weil die schwere Hand des Schicksals auf ihr laste. Vergebens setzt er ihr sein geografisches und philosophisches Alibi entgegen. Wenn Hess von jüdischen Teutomanen spricht, können wir, was wir das letzte Mal ja auch schon vernommen haben, das Getrost als Selbstkritik sehen. Hess schrieb damals schon, sagen wir nicht noch gestern, das hatten wir schon erwähnt, mit Nikolaus Becker, sie sollen nicht haben den freien deutschen Rhein, habe ich nicht selbst die unverzeihliche Dummheit begangen, eine musikalische Komposition dieser deutschen Marseillaise dem Verfasser einzusenden? Dennoch ist mir im Einzelnen dasselbe widerfahren, was die deutschen Juden im Ganzen und Großen nach ihren patriotischen Begeisterungen erlebt hatten. Auch ich musste erleben, dass der deutsche Mann nicht nur meine vom Patriotismus glühende Zuschrift in einem eiskalten Tone beantwortete, sondern auch noch zum Überfluss auf der Rückseite seines Briefes mit verstellter Handschrift die Worte hinzufügt. Du bist ein Jud. Das hier geschilderte Erlebnis war nicht der letzte oder ärgste Zusammenstoß von Hess mit dem Antisemitismus. Aber selbst seine Parteifreunde teilten nicht seine Liebe für das Proletariat. Und man kann sich vorstellen, wie schwer es ihm, dem Nestor des deutschen Sozialismus, gefallen sein muss, im Jahre 1861 unter Anspielung auf die deutschen Antisemiten, die nie vergaßen, berühmte Männer jüdischer Herkunft bei ihren ursprünglichen Namen zu nennen, öffentlich von sich zu sagen, Zitat, ich selbst habe es nicht nur bei Gegnern, sondern bei meinen eigenen Gesinngenossen erfahren, dass sie in jedem persönlichen Streite von der Hepp-Waffe, und damit ist gemeint dem antisemitischen Hepp-Hepp-Ruf, nicht, Gebrauch machten, die in Deutschland selten ihre Wirkung verfehlt. Ich habe mir vorgenommen, ihnen die bequeme Waffe noch bequemer zu machen, indem ich fortan meinen alttestamentlichen Namen Moses adoptiere. Werde und bedauere nur, dass ich nicht Itzig heiße. So Hess. Zitiert also nach Silber, ne? Weil ich da diese alten Sachen nicht alle gefunden habe. Silber nimmt an, dass der Antisemitismus im Allgemeinen und der sozialistische Antisemitismus im Besonderen Hess jüdisches Nationalgefühl wiedererweckte. Das übersahen früher die Biografen, weil sie linken Zionismus ja ohnehin dass die linken Zionisten ja ohnehin das nicht so gerne vernommen haben. Damals war der Zionismus für Hess nicht etwa eine Waffe gegen den Antisemitismus,
wie später bei Herzl, sondern durchaus entsprang sie dem Interesse an einer Re-Ethnisierung des Judentums nach einer kurzen Phase der Religionisierung und Konfessionalisierung, also was da als Feigheit bezeichnet worden ist in dem Kontext. Man kann schon sagen, an der nationalen Wiedergeburt des Judentums. Aber der Antisemitismus und das den Juden zugefügte Leid war eines der Tatsachen, die ihn den jüdischen Nationalbestrebungen annäherte. Später waren es ja bei Theodor Herzl, Bernhard Lazar und in der berühmten Dreyfus-Affäre nicht anders, nur dominierender als jetzt bei Hess. Bei Hess war das eben nicht alles. Er fand als durchgehender Beobachter jüdischen Lebens auch Reaktionen auf einen abstrakten, falschen Kosmopolitismus, wie er das nannte. Auch spielte das Aufleben hebräischer Literatur, die ja im 19. Jahrhundert stattfand, eine gewisse Rolle. Hess erwähnte selbst Autoren wie Leopold Kompert, Alexander Weil und Aaron Bernstein für ihre Schilderungen jüdischen Lebens oder Ludwig Wiehl für die Erinnerung an eine unsterbliche Nation und nicht zuletzt Heinrich Grätz, Geschichte der Juden, die ich ja selber auch immer gern mal zu Rate ziehe und zitiere. Alles das bewegt Hess, aber was ich schon mehrmals erwähnte, gab es wiederum, dass Briefe an eine Freundin einen guten Teil von Rom und Jerusalem ausmachen. Das ist kein Zufall. Er war mal wieder von einer Frau besonders beeindruckt. Er spricht sie also folgendermaßen an. Erst da ich sie in ihrem Schmerze sah, öffnete sich meine Brust und leicht hob sich der Sargdeckel von meinem entschlummerten Volksgedanken, als ich die Quelle entdeckte, aus welcher ihr Glaube an die Ewigkeit des Geistes entsprungen. Was in mir den Entschluss zur Reife brachte, für die nationale Wiedergeburt meines Volkes aufzutreten, ist ihr unendlicher Seelenschmerz über den Verlust einer teuren Hingeschiedenen. Solcher Liebe, die gleich der Mutterliebe aus dem Blute stammt und doch so rein wie der Geist Gottes ist, einer so unbegrenzten Familienliebe, ist nur ein jüdisches Herz fähig. Man hat natürlich herausgefunden, wer diese Frau dann wirklich war. Die Frau stammte also aus Frankfurt, wird zwar nicht namentlich jemals erwähnt, aber es ist Josephine Hirsch, deren Schwester Emilie mit Hess' Bruder verheiratet war und sich nach dem Tod der Schwester der Kinder seines Bruders annahm und dann auch noch dessen Frau wurde. Das ist ja schon fast so eine Umkehrung des Liberatsgesetzes, nicht? Ein Bruder, die Frau vom älteren Bruder noch heiraten musste. Aber das geschah ja alles freiwillig. Man wird sich nun wundern, dass bei Moses Hess der Begriff Rasse verwendet wird, der zumeist allerdings im Sinne von Nation verwendet wird, aber dennoch gebraucht er in Hinsicht auf die Geschichte diesen Begriff, besonders wenn er von Sprachen und Religionen der Urvölker spricht. Das finden wir bei Marx und Engels ja ebenso. Die Konnotation, die uns das zu Recht vermiesen, hatten diese Autoren aber nicht. Aber eine konsistente Unterscheidung von Rasse und Nationalität findet man bei Hess nicht. Bei solchen Begriffen verwundert uns das eigentlich auch nicht. Nicht? Er durch aber doch Bezugnahme auf Augustin Thierrys Theorie, nach der herrschende Klassen eines Landes von sogenannten fremdrassigen Eindringlingen abstammen. Sowas findet man ja bei Engels dann auch manchmal, nicht, dass die überlegenen Staaten dann zur herrschenden Klasse eines Landes dann die einige Leute da hinschicken, nicht? Das ist so eine Art geografischer Materialismus auch, was da vorliegt, den man auch im Umkreis von Hegel findet, der sich aber mehr an den Geografen Ritter orientiert, den er manchmal wortwörtlich zitiert, ohne den überhaupt zu erwähnen. Aber Hess predigt jetzt nun kein Biologismus, also nicht so etwas wie dieser Nazi-Rassismus. Er schreibt,
wo das jetzt sehr deutlich wird. In gleicher Weise steht das humane soziale Gebiet unendlich höher als das organische, ist aber so wenig von ihm, wie es selbst vom kosmischen absolut unterschieden. Auch hier tritt an die Grenze, welche die organische zur sozialen Lebenssphäre hinüberführt, die naturwüchsige organische Rasse als das Geistlose gegenüber dem höheren humanen Leben in die Erscheinung. Trotzdem bleibt die Rasse ebenso die Wurzel der sozialen Lebenssphäre wie der Weltkörper jene der organischen. Nun schreibt er weiter, das soziale Leben ist zunächst ein Produkt bestimmter Menschenrassen, ursprünglich verschiedener Volksstämme, welche ihre Lebenseinrichtung typisch gestalten. Im Verlaufe der geschichtlichen Entwicklung geraten die typischen Gegensätze der ursprünglichen Lebenseinrichtung und der ihnen entsprechenden primitiven Lebensanschauung miteinander in Konflikt. Erst aus ihrem Zusammenstoß entspringen die Geistesfunken, welche die Liebeskeime zu höheren harmonischen Lebensgestaltungen werden. Die Einheit des Menschengeschlechts ist eine durch diese geschichtliche Arbeit sich entwickelnde, ursprünglich von der Natur gegebene. Sie ist kein unmittelbares Produkt des organischen Lebens, sondern das letzte Erzeugnis des sozialen, geschichtlichen Entwicklungsprozesses. Sie hat die Mannigfaltigkeit der ursprünglichen Volksstämme zur Voraussetzung, ihren Kampf zur Bedingung, ihr harmonisches Zusammenwirken zum Ziele. Dann beziehe ich mich jetzt nochmal auf eine ältere Schrift, die ich schon erwähnt habe. In seiner dynamischen Stofflehre finden wir auch Formulierungen wie die: Arier und Semiten sind zwei sich ergänzende, das geschichtliche Leben bedingende, gleichwertige Faktoren des sozialen Lebens. Da sieht man, also das wird man von einem Nazi nicht gehört haben, wie man sich das vorstellen kann. Nun, Hess betont, dass es auf dem Gebiet der Rassen nur Verschiedenheit gäbe. Keine Über- oder Unterlegenheit. Und dass das Endziel ein harmonisches Zusammenwirken der Völker sei. Den Juden wird dabei eine Aufgabe zugeschrieben, ja eine Mission, die Erkenntnis Gottes zu verbreiten, Recht zu üben und zu lehren und die Art von Spekulation oder kapitalistischer Ausbeutung zu befreien. Ob die soeben erwähnten Dinge richtig sind, ist nicht so entscheidend, nur dass sie Hess zu seinem Buch Rom und Jerusalem führten. Keineswegs steht der Irgend in der Nähe, die ja gerne Antizionisten, die israelbezogenen Antisemiten, so gern hätten, von Nazis oder Nazi-Weltanschauung bei den schon hier beim frühen Zionisten. Eben weil diese ein ganz anderes hierarchisches System aufstellen. Das gibt es bei Hess eben halt gerade nicht, sondern das soll jetzt nun kommunal, kommunistisch gedacht sein. Zu der Zeit, wo in Europa die Forderung der nationalen Unabhängigkeit der Juden die politische Unabhängigkeit kaum mehr als Entrüstung provozierte, musste Hess ja schon mehr aufbieten, als das etwa 4 Jahrzehnte später dann möglich gewesen wäre. Juden als Nation, das war ein rotes Tuch schon im deutschen Idealismus, etwa Fichtes und Hegels. Wir haben diese Sachen ja auch mal behandelt. Aber wir befinden uns hier 1862, wo man das auch nur mit Empörung registriert bekommt. Darauf weist Silberner übrigens hin. Es genügte nicht einfach zu behaupten, dass die Juden wie jedes andere Volk ein Recht auf politische Unabhängigkeit hätten. Man musste schon dieses Recht auch von metaphysischen und theologischen Prämissen herleiten und zeigen, dass die Juden ein besonderes Volk wären und also solches ein besonderes Anrecht auf Unabhängigkeit besäßen. Und tatsächlich war auch Hess nicht bemüht, zu beweisen, dass es ein jüdisches Volk gäbe, sondern dass dieses ein einzigartiges Volk sei, das eine einzigartige Weltmission zu erfüllen habe. Er weiß also gar nicht erst nach, dass es ein jüdisches Volk gab, etwa
etwa indem er eine Definition von Volk gab und überprüft, ob es auf die Juden anzuwenden sei und dergel. Er konstatiert nur, dass es in Russland, Polen, Preußen, Österreich und der Türkei Millionen Juden gibt, die den lebendigen Kern des Judentums, also jüdische Nationalität, wie er das nennt, bewahrt haben und bewahren. Also heute würden wir noch mehr so von ethnischer Definition sprechen. Die wurde ja nur in einer bestimmten Epoche dann zurückgedrängt und hat teilweise auch noch überlebt. Also da könnte man ja auch mal diesen Witz von der jüdischen Streitkultur da erzählen, nicht? Also wenn sich fünf Juden treffen, gibt es 10 Meinungen, nicht? Selbst die jüdische Emanzipation würde, da wird er ja später auch Recht bekommen durch die Geschichte, Hess zufolge nicht genügen, um das jüdische Problem zu lösen, auch wenn, solange sie nicht der Erhaltung der jüdischen Lebensweise, der jüdischen Nationalität widerspricht, eine große Bedeutung für die Juden hat, aber eben nicht als letztes Wort. Um die Ideale zu bewahren, hätten die Juden in der Diaspora, im Exil, ihre Nationalität zu bewahren und ihre Wiedergeburt in Palästina anzustreben, wobei die jüdische Religion das beste Mittel sei zur Erhaltung der jüdischen Nationalität. Sie müsse unverändert bleiben, bis die Grundlagen eines politischen und sozialen Gemeinwesens in Palästina gelegt sei und ein Sanhedrin, also ein, das sind die jüdischen Rechtsprecher, also, gewählt werden könne, dass das jüdische Gesetz mit der neuen Gesellschaft in Einklang bringt. Marx meinte, dass das Judentum am meisten der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft unterlegen sei und so das Geld, Kapital, Ausbeutung und Schwindel verkörpere, also sozusagen Opfer sind, was ihn zwar von Antisemiten scheidet, aber auch inhaltlich nicht weniger falsch ist. Das nun finden wir bei Moses Hess gar nicht. Gerade dem Judentum, so sagt er immer wieder, sei der Egoismus radikal fremd, also dieser abstrakte Egoismus. Das Judentum trennt nirgends das Individuum von der Familie, die Familie von der Nation, die Nation von der Menschheit, die Menschheit von der organischen und kosmischen Schöpfung und diese vom Schöpfer, heißt es also im zweiten Brief an die Frau, die es ja wirklich gab, aber eher jetzt als literarische Gestalt gemeint ist. Und weiter geht es da an diesen zweiten Brief. Das Judentum ist keine passive Religion, sondern eine aktive Erkenntnis, welche mit der jüdischen Nationalität organisch verwachsen ist. Das Judentum ist vor allem eine Nationalität, deren Geschichte, Jahrtausende überdauernd, mit jener der Menschheit Hand in Hand geht. Eine Nation, die schon einmal das geistige Regenerationsorgan der sozialen Welt war und welche heute, nachdem der Verjüngungsprozess der weltgeschichtlichen Kulturvölker seiner Vollendung entgegenreift, mit der Wiedergeburt derselben ihre eigene Auferstehung feiert. Es klingt jetzt nun auch ziemlich hegelsch. Er hat sich ja da immer viel mit Hegel beschäftigt, was er dann im 12. Brief schreibt, der also noch sehr interessante Sachen zu unserer Problematik hier schreibt. Also eine Kapitalismuskritik, teilweise in noch hegelischer Terminologie. Er schreibt, also, aber das soziale Tierreich, also Hegel hatte ja von geistigem Tierreich gesprochen, welches von der gegenseitigen Ausbeutung der Menschen lebte, geht zu Ende, seitdem die moderne Wissenschaft und Industrie die Welt beherrschen. Die zivilisierten Völker bereiten sich vor zu gemeinsamen Ausbeutung der Natur mit ist einer auf die Errungenschaften der Wissenschaft
sich stützenden Arbeit, welche keiner vermittelnden Schmarotzer mehr bedarf und sie daher auch nicht mehr aufkommen lassen wird. Sie bereiten sich vor auf diese neue Ära, nicht mit der preußischen zu verwechseln, durch die Bekämpfung eines freien nationalen Bodens, durch die Vernichtung jeder Rassen- und Klassenherrschaft. Von außen und von innen, durch eine freie Assoziation aller Produktivkräfte, in welcher der feindselige Gegensatz von Kapitalistenspekulation und produktiver Arbeit gleichzeitig mit jenen von philosophischer Spekulation und wissenschaftlicher Arbeit schwinden wird. Und dann kommt er auf den Punkt, der ihn da besonders interessiert. Im Exil kann das Judentum nicht regeneriert, kann es durch Reformen und philanthropische Bemühungen höchstens zur Abtrünnigkeit gebracht werden. Und das wird keinem Reformator und keinem Tyrannen gelingen. Die jüdische Volksmasse wird sich an der großen geschichtlichen Bewegung der modernen Menschheit erst dann beteiligen, wenn sie ein jüdisches Vaterland haben wird. Jeder Jude, selbst der Getaufte, haftet solidarisch für die Wiedergeburt Israels. Dass das ein schwieriges Unternehmen wird, war sich Hest bewusst. Er romanisierte nicht das Judentum des 19. Jahrhunderts. Er wusste, dass es schwierig sein wird, einen jüdischen Staat zu errichten. Insbesondere hielt er es für schwer, einen jüdischen Patriotismus bei den gebildeten Juden zu schüren. Und ohne die europäischen Großmächte sei das auch unmöglich, von denen er sagt, sie hätten andere Angelegenheiten als die der Juden zu regeln. Also er war auch trotz seinem Idealismus ein Realist. Einen praktischen Anfang jedoch sieht er darin, jüdische Siedlungen zu gründen zur Wiederherstellung des jüdischen Staates. Er hatte auch Ansprechpartner wie den Torner Rabbiner Hirsch Kalischer, der mit Unterstützung reicher Juden wie Moses Montefiore, Albert Kohn, Rothschild und so weiter eine Gesellschaft zum Anbau des Heiligen Landes gründen wollte. Die Gesellschaft sollte Geld sammeln und in Palästina Land kaufen und an Juden verpachten, die dort angesiedelt und unterstützt werden sollten. Das sollen aber nun auch nicht, wie Hess sich ausdrückt, Koryphäen des Obskurantismus sein, die Volksmassen nach Palästina führen. Welche Sprache dort gesprochen werden soll, lässt er übrigens offen, trotz seiner Liebe zur hebräischen Sprache. Mehrere Sprachen nebeneinander seien kein Problem, außer vielleicht beim babylonischen Turmbau, wie er bemerkt. Als Grundlagen des neuen Staates führt er an, Erwerb des Bodens als gemeinsames Volkseigentum, Gesetze, unter deren Schutz die Arbeit gedeihen kann, Gründung von jüdischen Gesellschaften für Ackerbau, Industrie und Handel nach mosaischen Grundsätzen. Was mosaische Grundsätze sind, spart er aus. Er dürfte Produktionsassoziationen meinen, wie sie auch Lassalle, der ja auch jüdische Herkunft hatte, für Deutschland anstrebte. So eine Synthese von Sozialismus und Zionismus dürfte für uns auch interessant sein. Damals ging es ihm darum, erst einmal die Arbeiter in die politische Arena zu bringen. Vieles ist ja durchaus wirklichkeitstüchtig gewesen. Dass der Untergang des Judentums nicht so unumgänglich war, wie so mancher Linke seiner Zeit dachten, hat er auf jeden Fall plausibel gemacht und das auch vor dem Auftreten eines organisierten jüdischen Proletariats. Zeit seines Lebens hatte er mit Rom und Jerusalem keine großen, nicht den geringsten Erfolg. Auch nicht in der sozialistischen Literatur setzt man sich damit auseinander. Das kommt also erst später. Aber 1897 auf dem ersten Zionistenkongress wird er als Künder des sozialistischen Zionismus gepriesen.
Und 1899 erschien die Ausgabe, nach der ich zitiert habe, und entriss, mit der dann Hess wieder aus der Vergessenheit gerissen war. Es ist etwas übertrieben zu sagen, dass da also kein Sozialist sich dafür Moses Hess interessiert ist. Gab dann durchaus mal ein, worauf auch Edmund Silberner hinweist. Philipp Becker war wohl so ziemlich der einzige Sozialist seiner Zeit, der Rom und Jerusalem ausdrücklich erwähnt. Er war aber allerdings, was den Inhalt angeht, skeptisch. Er schreibt, Herr Moses Hess, der, was höchst verzeihlich, in seine jüdische Nationalität sehr verliebt ist, ihr einen von der Vorsehung angewiesenen, die Menschheit von geistiger Finsternis erlösenden Beruf zueignet, scheint zu vergessen, dass seine Rasse eben nie das Zeug in sich hatte, auf die Dauer als Nation zu bestehen, aus der ägyptischen Gefangenschaft in die babylonische, aus dieser bald aus einem in das andere Fremdjoch und endlich in das tausendjährige Exil ging und demnach geradezu in Erfüllung einer kulturhistorischen Aufgabe den Beruf als Gesamtkörper, Nation, nicht zu haben scheint, sondern zu zerstreuter, vereinzelter, individueller Wirksamkeit bestimmt ist. Oder will vielleicht Herr Hess für sich und seine Stammgenossen vorwitzig und zudringlich sind sie in der Regel gern hinaus, wenn sie da heraus ein Vorrecht individuellen Meins und Besserwissens ableiten. Ja, soweit dieser Philipp Becker hieß der. Es hat sich ja herausgestellt, also die Passagen, die ich natürlich deswegen auch ausgesucht habe, zeigen ja so ein wenig, dass Moses Hess durchaus fast schon die Zukunft schilderte, nicht? Also Land zu kaufen und so. Das ist ja dann, wobei andere wie Herzl, Pinsker und so weiter da auch noch ein Wort mitzureden hatten. Aber tatsächlich wurden alle, also diese Dinge, die dort vorgeschlagen wurden, auch tatsächlich gemacht. Und es gab ja auch so etwas wie einen sozialistischen oder kommunistischen, wie Hess das ja eigentlich sagen müsste, Zionismus, der durchaus, also kein nationalistischer Staat in dem Sinne, wie wir das kennen, ist da gemeint, nicht? Sondern tatsächlich ein Gemeinwesen, das auf gleichberechtigt von Mann und Frau gleichberechtigt und allgemeine Gleichberechtigung beruht. Da kann man auch für kommunistische, sozialistische Vorstellung noch von Hess da etwas lernen, nicht? Wie Wolfgang Port da immer in Gebremster Schaum ja immer fordert, man müsse ja auch mal dann endlich sagen, was man überhaupt wolle, nicht? Wenn man sich irgendwann mal darauf geeinigt hat, das muss weg, nicht? Dann muss man aber auch sagen können, ja, wie machen wir das denn jetzt, nicht? Und was schlagen wir da vor? Und solche Vorstellungen kann man jetzt auch aus einer Antisemitismusdiskussion ziehen, so dass das auch noch jetzt von großer Bedeutung ist für künftige Vorstellungen. Aber wir werden jetzt hier nicht mehr lange machen können, weil die Zeit wieder zu Neige geht und die nachfolgende Sendung erwartet wird.
Da kann ich jetzt noch mal kurz erwähnen, also wer dieses Lied hier singt, das ist Vivian Kanner, nicht? Also noch eine Lebende. Ich habe da auch, manchmal spiele ich auch Katja Epstein dieses Lied oder auch das Original, das noch von Holländer gemacht worden ist. Aber Vivian Kanner, die sich ja auch für die Emanzipation von Frauen, Lesben und so weiter einsetzt mit großen Kunstaktionen, passt hier mir hier auch so schön in die Sendung.